Herzlich willkommen zum The Cycle Frontier Tipps und Tricks Guide. Und zwar fangen wir direkt mit der ersten Regel an. Überlegt euch vor einem Raid, was ihr machen wollt. Dabei geht es primär darum, welche Items ihr looten möchtet. Für eure Quests, zum Craften und für euer Hideout. Habt ihr eine gute Vorstellung darüber, welche Items ihr braucht und wichtig für euch sind, fällt euch der Raid viel einfacher und ihr seid viel effektiver. Was das Craften angeht, hat die höchste Priorität das Gepäck, und zwar der grüne Rucksack. Ihr solltet also jedes Mal, wenn ihr könnt, dieses ausgeschlachtete Dämmung mitnehmen. 4 Stück besorgen euch einen grünen Rucksack, und je größer der Rucksack, desto besser euer Raid. Ich möchte das nochmal betonen, weil das wirklich so wichtig ist. Ein großer Rucksack verbessert euren Raid und hat höchste Priorität. Wenn wir schon beim Craften sind, ist das zweitwichtigste dieses Schild hier. Das könnt ihr craften mit 6 Nickel und einer Rasslerhaut. Also zweite Priorität wäre das Schild im Crafting. Die Standardwaffen. Ohne Frage ist momentan die beste Standardwaffe die C32 Bolt Action Gun für 3300. Mit einer Penetration von 15 durchschlägt sie jede normale Rüstung und mit 2 Treffern ist jeder Gegner down. Die C32 hat einen Scope mit an Bord, das heißt, ihr braucht theoretisch keinen Scope zu kaufen. Ich persönlich, aber das ist reine Geschmackssache, setze sehr gerne ein Zweifachvisier drauf, aber das ist wirklich reine Präferenz. Was dagegen keine Präferenz ist, sondern eine Grundausstattung für die Waffe sein sollte, ist der taktische hintere Griff. Dieser verkürzt die erforderliche Zeit, um mit dem Visier zu zielen, das heißt, ihr seid schneller im Scope, was für das Zielen mit dem Scope wirklich wichtig ist. Ich persönlich kann nicht auf den schweren Schneller verzichten, es ermöglicht mir nochmal ein wesentlich schnelleres Laden, und dadurch, dass ich gefühlt ständig am Nachladen bin, ist es für mich auch ein essentielles Tool, also Schnelllader, Zweifachvisier und der taktische hintere Griff. Die erste Fraktion, die man hochspielen sollte, ist definitiv Osiris. 3 Gründe, warum Osiris so wichtig ist. Erstens, unter Verbrauchsgüter schaltet ihr die starke Stimulanz frei. Diese starke Stimulanz ist eine wesentliche Verbesserung zur normalen Stimulanz, kostet unwesentlich mehr, ist immer noch geschenkt und sollte so früh wie möglich freigeschaltet werden, damit ihr im Kampf mehr Power habt. Ich persönlich nehme immer gerne einen Koffer und 5 Spritzen mit. Auch der bessere Koffer ist hier zu bekommen. Ab Level 9 ist dieser freigeschaltet. Dieser ist jetzt nicht ganz so wichtig wie die Spritzen, aber man sollte im Hinterkopf behalten, wenn man schon dabei ist, Osiris zu leveln, dann geht doch direkt bis Level 10. 9 ist der Koffer, 10 sind die schweren Missionen, was so wichtig ist bei jeder Fraktion. Der zweite Grund, warum man Osiris früh freischalten sollte, sind die Waffen. Hier lautet das Motto gut und günstig, und zwar ist die erste Waffe, die man bekommt, die Scarab. Das ist eine Pistole, die wirklich stark ist. Für nur 2000 Geld kriegt man eine sehr, sehr starke Pistole, die die K28 definitiv weit übertrifft. Die Aufsätze sind wie fast bei jeder Waffe persönliche Präferenz, allerdings für mich unverzichtbar der schnelle, leichte Schnelllader. Ich habe das Gefühl, dass diese Magazine die Ladezeit geradezu halbieren. Überspringen wir die Manticore und gehen wir zur nächsten wichtigen Waffe, die Phasic Lancer. Die Phasic Lancer ist ein AR mit Burst Fire, gibt also immer 3 Schuss Salven ab und hat ein unglaublich starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denkt generell daran, wenn ihr Fraktionen levelt, dass ihr nicht immer die Missionen annehmen müsst. Missionen sind ganz nett, allerdings machen die Stufe 1 und Stufe 2 Missionen gar nicht mal so viel Sinn und sind relativ ineffektiv. Effektiver fast schon sind da der Verkauf von Gegenständen. Das heißt, durch das Verkaufen kriegt ihr nicht nur Geld, sondern steigert auch die Fraktion. Also schaut, dass ihr bei der Fraktion, die ihr als erstes steigern möchtet, auch entsprechend die Items verkauft. Ob ihr nun als zweites Korolev oder ICA verschaltet, ist euch überlassen. Ich persönlich bevorzuge Korolev. Korolev hat nämlich den Vorzug, dass die Waffen fürs PvP ausgelegt sind und auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Dabei ist praktisch fast jede Waffe ein Goldstück und zu empfehlen. Ich fange allein schon mit der ersten Waffe an, mit der KM9 Scrapper. Denn die Scrapper ist so stark, dass man wirklich überlegene Gegner mit starker Rüstung und guten Waffen einfach legen kann, wenn man sie auf kurzer Distanz trifft. Die Scrapper ist richtig stark und definitiv eine High-Tier-Waffe, die man sehr, sehr früh bekommt zu einem wirklich guten Preis von 6000 Mark. Was ich auch hier essentiell finde, ist der schnelle Nachlader. Und viele schwören auf Recoil-Reduzierung, also abgewinkelter Frontgriff und Standardschaft, weil die Waffe ab mittlerer Distanz doch gut streut. Überspringen wir mal unauffällig die PKR Maelstrom und gehen auf die KBR Longshot. Und die KBR Longshot ist die Waffe, die ihr bereits im Tutorial gespielt habt. Ein sehr, 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 sehr starkes DMA-Gewehr, kostet leider relativ viel mit 80.000 Mark. Ist aber eine absolute Maschine und definitiv eine der besseren Waffen im Spiel. Wenn man sich die Werte anschaut, macht sie guten Schaden bei guter Feuerrate und hat noch einen Durchschlag von 34. Das bedeutet, dass sie leichte, ungewöhnliche und seltene Rüstungen mühelos durchschlägt. Das ist übrigens generell eine gute Eigenschaft bei Korolev, dass die Waffen alle eine gute Durchschlagskraft haben. Bei der ICA schließlich ist Schluss mit gut und günstig, preiswert, Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier haben wir einfach gute Waffen zu einem hohen Preis.
Aber es lohnt sich, weil die Waffen wirklich best in class sind und ich möchte hier eine Waffe besonders hervorheben und zwar die Advocate. Sobald ihr die Advocate freigeschaltet habt, kann man sagen, ist sie momentan eine der, wenn nicht sogar die mit fast beste Waffe im Spiel für relativ günstige 53.000, also das ist eine absolute Ausnahmewaffe, die schon früh im Spiel sehr, 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 sehr wertvoll ist. Ansonsten ist nur noch erwähnenswert die ISA Guarantee, eine LMG, also ein Maschinengewehr für 16.000, die man schon früh freischaltet. Diese Waffe ist wichtig, da man einige PvP-Missionen mit dieser Waffe früh und effektiv machen kann. Als Bonus schalten wir hier noch das Datenlaufwerk frei, was aber nicht viel Sinn macht zu kaufen, da man die Datenlaufwerke auch so in den Missionen bekommt. Wenn ihr mehr zu den Waffen wissen wollt, wir haben euch die Waffen auch zusammengefasst in einer kurzen Tierliste als grobe Orientierung, was man vielleicht bevorzugen könnte und was man eher weglassen sollte. Denkt dran, solche Tierlisten sind immer sehr subjektiv und sollen nur eine Orientierung bieten, aber sind keine Anleitung, welche Waffe man wann, wie, wo benutzen soll. Nutzt solche Listen also für eure Orientierung, aber verweigert euch nicht anderen Waffen, nur weil sie hier schlecht geratet sind. Link für diese Tierliste natürlich unten in der Beschreibung. Unser Hideout bzw. die Quartierverbesserungen. Höchste Priorität hat hier euer Secure Container und zwar bekommt ihr im Inventar in der zweiten Reihe die Möglichkeit, euren Secure Container aufzurüsten. Mit jeder Stufe erhöht sich also die Menge der Items, die ihr im Raid sicher mit nach Hause bringen könnt, auch wenn ihr sterbt. Das nächste, was man leveln sollte, ist unter Generatoren die Vorratskistenverbesserung. Einmal am Tag bekommt ihr kostenlosen Loot und je besser diese Vorratskistenverbesserung ist, desto wertvoller ist der Loot. Das heißt, hier bekommen wir seltene Rucksäcke, seltene Rüstungen und so weiter und so fort. Natürlich auch seltene Waffen. Das drittwichtigste schließlich sollte die Verbesserung des Lagers sein. Das heißt, die Menge an Items, die ihr in eurer Basis halten könnt, die solltet ihr auch verbessern. Hier mal ein Beispiel, wie das Ganze auf Stufe 2 aussehen kann. Einmal der Aurum-Generator mit bei mir momentan maximal 220. Dann der K-Marken-Generator. 4000 Credits kostenlos bzw. K-Mark und die Vorratskiste auf Stufe 2. In dem Fall leider nur normale Items, Pech gehabt. Was das Loadout angeht, empfehle ich nicht am falschen Ende zu sparen. Ihr könnt relativ günstig einen Rucksack, eine einfache Rüstung und einen einfachen Helm mitnehmen. Und ihr solltet auch nicht mit einem Messer rausgehen, sondern immer mindestens eine Pistole mitnehmen. Die K28 ist eine wirklich sehr, sehr gute Starterpistole. Die kostet zwar 500 Mark, also eigentlich fast nichts. Und sollte euer teuerster Begleiter sein in den Billigrunden, die ihr spielt. Ich persönlich nehme dann noch ein paar Spritzen mit. In dem Fall nehmen wir jetzt mal die einfachen Spritzen mit und einen einfachen Koffer. Und damit wäre das Loadout fertig. Ein frühes gutes Loadout sieht so aus, dass wir die C32 mitnehmen. Ein bisschen Munition, am besten 50 Schuss. Und die C32 entsprechend ausstatten. Also zum Beispiel 2-Punkt-Visier, das Magazin und der taktische Griff. Bei den Medikamenten solltet ihr prinzipiell nicht sparen, da diese wirklich billig sind und ihr sie, wenn ihr mehr Gewicht braucht, sie einfach wegschmeißen könnt. Mit Shift und linker Maustaste auf das Item könnt ihr den Stapel teilen und euch so zwei Stapel machen und einen Stapel wegschmeißen. Möchtet ihr eine schnelle Runde beginnen, müsst ihr nicht immer auf die Station klicken, sondern es reicht auf Tab zu drücken und unten rechts auf nach Fortuna, Karte auswählen und Einsatz starten. Bei der Landung solltet ihr zuerst darauf achten, ob jemand hinter euch ist und neben euch gelandet ist. Das macht ihr, indem ihr einmal ganz kurz still seid und auf eure Umgebung lauscht. Die Karte markiert eure Position und die zwei Ausgänge, sodass ihr euch frühzeitig Gedanken um eure Route machen könnt. Wenn ihr Mineralien abbaut, versucht frühzeitig die Steine zu schnappen, weil diese den Stein weiter zersetzen. Ihr müsst also nicht den ganzen Stein zerkloppen, um die Mineralien zu bekommen. Da die Items Seltenheitsstufen haben und schön farblich gekennzeichnet sind, sollte man immer seltene Items bevorzugen. Das heißt, das lila epische Item ist mehr wert als das seltene blaue, das wiederum ist mehr wert als das ungewöhnliche grüne und das ungewöhnliche grüne ist mehr wert als das unreine graue. Pflanzen sind generell guter Loot, weil sie einmal relativ wertvoll sind und zum anderen auch sehr leicht, das heißt das perfekte Item für euren Sicherheitscontainer. Leuchtende Fußspuren führen euch zu einem blauen Ei. Folgt den Spuren und ihr findet ein seltenes blaues Ei. Der Schwierigkeitsgrad bestimmt die Seltenheit eurer Items, also je schwieriger die Region, desto wertvoller die Items, die ihr hier in Kisten finden könnt. Besonders hervorzuheben sind hier der Dschungel und natürlich viele Regionen auf der zweiten Map. Gerufene Landungsschiffe können von jedem Spieler benutzt werden. Das heißt, gerufene Landungsschiffe eures Feindes sind eure Freunde. Wenn ihr jetzt wieder in der Basis seid, kommt die große Frage auf, ja um Himmels Willen, was ist denn wertvoll, was muss ich behalten und was soll ich verkaufen? Und hier kann ich euch folgenden Tipp geben, orientiert euch nicht an den Quests. Die Quests sind nett, wenn ihr Items habt, dann erfüllt die Quests, aber diese Items, die ihr hier braucht,
sollten euch für das Hideout dienen, also für eure Basis dienen zum Ausbau. Dabei sind folgende Items besonders wichtig. Einmal diese Gelenke, das Fleisch, dann das Metall und vor allem, und jetzt kommt das Allerwichtigste, hier sind sie, und zwar diese Textilien hier. Smartes Gewebe. Das smarte Gewebe ist so selten, ihr braucht später jeweils 4 Stück, um euren Sicherheitscontainer auszubauen und 4 Stück für das Inventar. Das heißt 8 Stück und ihr bekommt so selten dieses smarte Gewebe. Also wenn ihr das findet, achtet darauf, dass ihr es sofort in euren Sicherheitscontainer legt. Das Rückgrat muss gefarmt werden, das bekommt man immer, wenn man die kleinen Monsterchen tötet. Der Metallschrott, davon braucht man auch relativ viel, kann auch sehr gut gefarmt werden in Gebäuden. Einfach mitnehmen, ist jetzt kein seltenes Material. Und das Schreiterfleisch, das fällt halt etwas seltener ab. Nehmt das mit, es wiegt leider relativ viel mit 10 pro Stück. Ihr braucht es aber relativ früh im Spiel, um eure Basis auszubauen. Etwas später im Spiel braucht ihr für den weiteren Ausbau diesen Kupferdraht. Der Kupferdraht ist nicht selten, sondern gewöhnlich. Und trotzdem haben wir Probleme, genug Kupferdraht zu finden. Also auch hier, findet ihr Kupferdraht, dann nehmt diesen Draht mit und verkauft ihn nicht. Ebenfalls wichtig und nicht zu vernachlässigen sind diese ausgestochenen Dämmmaterialien. Wir haben es am Anfang angesprochen. Nehmt die Dinger mit, 4 Stück geben einen grünen Rucksack und wie gesagt, Priorität Nummer 1 ist super, super wichtig. Kleiner Tipp noch in eurer Basis, wenn ihr da aufs Inventar geht, dann könnt ihr euch auch die späteren Stufen ansehen, was ihr da für Items braucht. Ihr seht, da wird es schon relativ selten. Ihr werdet aber auch merken, dass ihr immer wieder viel von dem gleichen Material braucht. Und hier ist dieses smarte Gewebe, was wirklich so, so wichtig ist. Wenn man sich dagegen die anderen Erweiterungen anschaut, findet man oft Materialien, die relativ leicht zu finden sind. Also hier braucht ihr euch wirklich weniger Sorgen zu machen. Wobei es noch eine Hürde gibt, und zwar die Quartierverbesserung selbst. Für diese Verbesserung braucht ihr nämlich auch relativ selten Items. Hier haben wir leider keine Vorschau, was wir für Level 3, 4, 5, 6 brauchen. Allerdings sehen wir hier, für Level 2 auf 3 brauchen wir bereits diesen Kupferdraht. Ich hoffe, die Tipps haben euch etwas geholfen. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt sauber und ciao, 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 ciao.